Und damit willkommen zurück bei The Abillions hier. Wir haben nochmal den Schwarm mit 8000 Infizierten vor uns. Den mache ich aber jetzt nicht, weil wir können uns das angucken, ne? Wobei mit 2080 Imperium-Punkten weiß ich nicht, ob wir da gut vorankommen. Ich würde als nächstes erstmal die hohle Gasse machen. Allerdings haben wir noch Forschung. Wir haben noch Forschung hier zu verteilen. Die Frage ist, wofür genau? Wir haben, kommen auf jeden Fall... Gut, das dauert noch, bis wir hier sind. Ne? Wobei man hier auch sagen muss, das ist nicht so unfassbar teuer. Es ist nicht so, dass es jetzt hier plötzlich das Fünffache kosten würde, wie ganz am Anfang. Es ist nur das Doppelte oder das Dreifache. Aber zumindest halt, nein, es ist nicht ganz so wahnsinnig schlimm. Neue Einheit Scharfschütze. Im Prinzip wäre das genau das Richtige. Das habe ich intuitiv schon richtig gemacht hier. Behaupte ich einfach mal. Der Scharfschütze ist langsam und benötigt Zeit für das Nachladen seines Gewehrs. Dafür hat er eine große Angriffsreichweite. Mit unglaublicher Präzision kann er nahezu jeden Infizierten mit einem Kopfschuss ausschalten. Die machen halt viel Schaden. Von daher, das wird gegen große Gegner halt super sein. Die Frage ist nur, was haben wir da sonst noch so? Berufssoldaten? Zusätzliche Einheit zu Beginn der Mission? Ja. Naja, ich meine, klar, kann man alles machen, aber es ist. Der Anfang ist meist nicht so unfassbar schwer. Je nach, gut, das hängt von der Situation ab, ne? Aber dass sich das am Anfang nicht so das große Problem ist, ja, auftritt. Pfahlfallen habe ich selten bis nie benutzt, muss ich mal zugeben. Soldatsichtweite, Soldatangriffsreichweite. Ist eine gute Frage hier eigentlich, ne? Jede Verwertung, Materialrückerstattung plus 30%. Boah. Produzierte Nahrung. Oh, da ist die Farm. Oh, wie? Die habe ich noch gar nicht gemacht vorher. Die hätte ich aber ganz massiv gebrauchen können. Machen wir die Farm. Die Farm ist es. Auf jeden Fall. Ich hätte sogar noch genug über für den Scharfschützen auch noch. Produziert Nahrung durch das Abernten der nahegelegenen Grasfelder. Das hätte ich tatsächlich bei der letzten Mission schon machen können, tatsächlich. Oh. Neues Gebäude, Marktplatz. Kaufen und Verkaufen von Materialien. Verkauft automatisch überschüssig produzierte Materialien. Reduziert den Nahrungsverbrauch von angrenzenden Unterkünften. Das ist halt auch eine geile Sache, ne? Von daher machen wir das. Ich meine, Scharfschützen sind super. Aber, ich überlege auch gerade, inwiefern das hier sich auch auswirkt auf die anderen Missionen hier, wo man die Schwärme aufhalten muss. Das weiß ich nämlich nicht. Oder ob man dann auch die Scharfschützen zur Verfügung hat. Das wäre natürlich interessant. Ich weiß es nicht. Wollen wir Scharfschützen nehmen? Handel ist super, aber Scharfschützen sind auch noch superer quasi. Oder haben wir noch was hier hinten? Noch was elementar ist? Ich glaube nicht, ne? Hat mehr Gold. Oh, wir brauchten sowas. Das ist ja Quatsch. Machen wir Scharfschützen. Machen wir das. Ja, machen wir das. Ist okay. Hapu. Das ist gemein, wenn man sich entscheiden muss. So. 200 Imperiumspunkte. Passt. Die Hohle Gasse. Bei der Hohlen Gasse handelt es sich um einen strategischen Ort, welche das Imperium um jeden Preis kontrollieren will. Weil es der Weg ist, um die Blutgebirge zu überqueren. Die schmale Schlucht wird durch den Wolfsfluss getrennt und lediglich eine kleine Landmasse verbindet die beiden Seiten in der Mitte des Tals. Obwohl dieser Ort beengt ist und wenig Platz zur Errichtung einer Kolonie bietet, ist diese von absoluter Bedeutung für das Imperium. Eine größere Anzahl von Infizierten befindet sich schon seit längerem in dieser Schlucht. Bewege dich vorsichtig durch die Schlucht und beseitige alle Infizierten und die angreifenden Horden. Vernichte alle Infizierten. Kolonienbevölkerung 1000. Haben wir in der letzten Mission schon geschafft. Obwohl das nicht der Plan war. Widersetze dich allen Schwärmen. Okay. 60 Tage. Passt. Sollte gehen. Vor allem jetzt, wo wir auch die Farm haben, sollte das zumindest von der Nahrung her ein bisschen besser funktionieren. Es sei denn, es gibt jetzt halt keine Grünflächen mehr. Dann wäre es blöd. Aber ich würde sagen, es sieht sehr grünflächig aus hier. Das ist okay. Die Map ist deutlich größer geworden hier, wenn man sich das mal anschaut. Die ist deutlich größer geworden. Und wir haben direkt hier die ganzen Infizierten außenrum. Überall quasi schon. Das ist blöd. Aber 1, 2, 3, 4 Seiten quasi. Das heißt, ich habe hier 1, 2, 3, 4 Leute. Kann ich zumindest mal in die Richtung schicken. Und natürlich Häuser. Das Übliche. Mein üblicher Start. So. Gucken, ob der irgendjemand in der Zeit schon ausschalten möchte. Das funktioniert soweit, ja. Roger,
Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich jetzt nicht zu weit an die Gegner rankomme, damit die hier alle gezogen werden. Aber wenn die alle kommen, dann wird's blöd. Gut, geschossen, sehr gut. Wird auch geschossen. Die räumen so ein bisschen auf zu allen Seiten, das ist aber schon mal okay. Ja, machen wir mehr Nahrung, ne, direkt. 15, 14, 15. 15 wässrige Nahrung. Man nennt es auch Fisch. Noch ein Zelt hinterher. Passt, so. Für neue Arbeiter. Der kann man ein bisschen weiter nach vorne hier. Das hält immer so ein kleines Stückchen mich vor Vorarbeit hier. Ganz kleines Stück. Hier unten ist halt der kritischste Teil, ne, weil da halt viel los ist. Weil da viel zu viel los ist, um es spontan und schnell kontrollieren zu können. Das Ding ist, die Farm muss ich erstmal freischalten, die muss ich erstmal erforschen, das ist ein bisschen der Nachteil dabei. Von daher, das würde ein Sekündchen dauern. Aber das kriegen wir auch noch hin. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Okay. Ja, Gold, ne? Ist erstmal wieder das Problem. Man merkt, dass ich irgendwann im Laufe der Zeit logischerweise Lagerhallen haben möchte, einfach weil ich dann mehr auf Lager habe, dass ich schnell was hinbauen kann. Dass ich einfach genug auf Vorrat habe, wenn mir dann spontan irgendwas einfällt, was total gut wäre, dass man dann sofort loslegen kann, das dann zu bauen, nicht erst lange warten muss. Deswegen hat man Sachen auf Lager. Ich weiß, es ist überraschend, aber ich wollte es mal kurz angemerkt haben. So. Ein Typ ist halt echt ein bisschen wenig hier, aber gut. Der müsste quasi überhaupt nicht die ganze Zeit hier rumrennen. Vor allem nicht, wenn ich hier oben eine Mauer hingebaut habe. Die ich nicht habe, weil ich kein Holz habe. Verdammt. Weil ich kein Gold habe, verdammt. Aber ja, wenn ich hier eine Mauer mache, brauche ich, dann kann ich die anderen beiden hier unten hinschicken. Oder kann auch hier unten noch eine Mauer zu machen. Das sollte alles ein bisschen helfen. Dass wir da möglichst ein bisschen das Land in die richtige Richtung schubsen. Ja, das machen wir gerade mal weg hier. Ich brauche nämlich da 15. 15 Holz ist super. Geht. Geht sehr gut. Je mehr das quasi in so einer Bucht drin steht und umgeben ist, desto mehr bringt es logischerweise auch. Desto mehr kommt da eine Ressource raus. Okay, Gold 30, ja. Ich meine, so ein Haus ist schon billig, ne? Aber wenn man halt überhaupt nichts hat, dann ist selbst das Billigste halt noch zu viel. Mit wenig kannst du dir vielleicht eine Menge kaufen, aber mit überhaupt nichts kannst du dir gar nichts kaufen. Das ist ein bisschen das Blöde. So. Kann ich das dann nicht platzieren? Doch, 17 geht. Boah, passt schon. Wäre das für dich dran gewesen, oder was? Wenn das hier gewesen wäre, kann eigentlich kaum. Aber gut, was weiß denn schon ich? So. Ja, es wird dann Gold. Ich muss mal gucken, da sind Steine, das ist schon mal ganz gut. Heißt aber auch, dass ich mich in die Richtung dann vorarbeiten sollte. Was der blöde Teil ist. Aber vielleicht gibt es noch woanders Steine. Vielleicht gibt es ja sowas noch an anderer Stelle. Ist ja zumindest fancy. Hier liegt, da liegen Nahrungskisten rum und Gold. Also da könnte ich schon hin, aber ich werde dann von der ganzen Meute verfolgt, sobald ich da in der Gegend nur ansatzweise auftauche. Das wäre dann halt sehr ungeil. So. Du kannst mit hier runter. Das finde ich gerade mal wichtig. Dass sie gemeinsam da aufräumen. Ich brauche die Steine. Weil hier sieht man, hier ist eine Wand. Wahrscheinlich wird das hier eingeschlossen sein, dass hier dann nichts nachkommt. Dass hier unten wahrscheinlich offen ist. Aber hier sollte, wie es aussieht, das passend sein. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Das macht die Situation ein bisschen einfacher an der Stelle. So, ich baue natürlich die Bereiche voll, wo kein Gras ist. Also ich kann diese Ecke hier aufräumen wahrscheinlich. Und dann kann ich mich da langsam vorarbeiten. Das wäre nämlich ein Träumchen. So, auch hier will ich mich vorarbeiten. Oben könnte ich auch schon mal einen Weg zu machen, aber ich brauche einfach nochmal mehr an Nahrung, logischerweise. Die Frage ist, wo ich packe das hier und dann habe ich hier noch Platz für den Holzmann. Für den Holzfäller. Und dass wir hier noch ein paar weitere haben. Ein paar Häuser, ein paar Leute. Und es fehlt ein Gold. Okay, Aufgaben. Ich meine, 60 Tage. Tag 15 kommt die erste Welle. Wir sind an Tag 2. Mal gucken, wie das wird. Ich habe keinen blassen Schimmer.
Dadurch, dass die Map halt so groß ist, werden wir noch nicht komplett den ganzen Außenbereich jetzt bei Tag 15 kennen. Von daher kann ich wahrscheinlich schlecht sagen, von welcher Seite die Wand wo angreifen wird. Aber schauen wir mal. Ja, ich mache das hier unten mal frei. Ich hoffe mal, das klappt. Das ist tatsächlich frei. Okay, sehr gut. Das heißt, ich brauche nur noch diesen kleinen Bereich hier vorne patrouillieren. Das ist schon mal sehr gut. Vor allem Steine sind halt, ne, gerade zum Aufbauen von so ein bisschen Armee ist es halt wichtig. Stein. Energie ist natürlich auch wichtig, aber die Steine, die machen es dann am Ende. Ohne Stein kein Steinhaus. Es mag überraschend kommen, aber ich habe gehört, dass das stimmt. So. Holz, ne? Wollen wir hier eine Holzwand, hier so ein Tor bauen, ja, ne? Tor, Wand, es ist abgeschlossen, sehr gut. Das ist nicht schön, aber es geht. Es ist nicht schön, aber es geht. Dass wir zumindest irgendwas haben, so unfassbar teuer ist das ja nicht. Ja, da werden ein paar zu viele angezogen hier, aber zu zweit geht das tatsächlich. Zu zweit ist okay. Ich habe Hoffnung, ich habe sehr viel Hoffnung. Ja, das kriegen die hin. Das kriegen die aber ganz, ganz knapp hin. Okay, das geht. Sehr gut. Theo, passiert überhaupt nichts, hoffentlich. Hoffe ich einfach mal. So. Ja, puh. Muss ich gerade mal pausieren hier. Heißt aber, dass ich hier auch wahrscheinlich einen Strom hinbauen kann und sollte, vielleicht. Oder wie sieht es aus im Moment? Ja, ich muss es nochmal hinbauen. Wenn ich hier das dann zumachen kann. Heißt aber auch, warte mal. Dass ich hier noch einen Zeller hinbauen kann mit 9. Na, 9 ist nicht viel, ne? Aber 9 ist besser als gar nichts. So, von daher, das passt. Für die Sägemühle, ne, für den Steinbruch brauche ich 30 Holz. Verdammt, und 300 Gold. Dass ich den hier möglichst schnell hinbauen kann. Ja, das Gold. Da brauche ich einfach mehr Einwohner. Ich habe auch die Hoffnung, dass ich die Forschungsanlagen hier relativ schnell aufbauen kann. Dass ich die Schreinerei irgendwann habe, dass ich die nicht vergesse vor allem. Das wäre sonst so meine übliche Vorgehensweise. Dass ich mir denke, ach, die ist ja schön, die muss ich unbedingt bauen und zack, vergesse ich die. Ist sie komplett aus dem Kopf raus. Ich baue mal hier. Da das Zeug hin, okay. 30 Holz. Und ich habe plus 24 Holz, da ist es. Fantastisch. 4, 6, 6 Steine, ist super. Flecksteine geht sehr gut. Nice. Sehr, sehr gut. Gefällt mir. Nochmal 16, 18 Nahrung. Ist auch sehr machbar. Nochmal eine 13 hier. Das kann ich dann, weil es hier Wiesen sind, kann ich das dann später hoffentlich durch die Farm ersetzen. Ah, dauert halt noch ein Sekündchen. Aber Nahrung ist sinnvoll. Wie man vielleicht sich hier denken kann. Ja, deswegen, ich muss mal ein bisschen für Nahrung sorgen hier. Ah, es geht gut hier, ne? Die räumen gut, ganz gut auf. Veteran, hier oben, ne? Die Person, die ich gerade ausgewählt habe, okay. Und ihr dürft ein bisschen weiter was machen hier. Das war zu dicht. Das war sehr zu dicht. Ich weiß. Nee, das wird ein bisschen blöd hier. Das war knapp. Mist. Okay. Gehen wir nach unten hier. Verdammt, Mist. Ich mache hier nochmal eine Wand rein. Das ist etwas uncool. Ein bisschen sehr uncool. Ich schließe mal kurz hier ein bisschen Zeug ab. Okay. Person kommt näher. Das klappt aber. So, das klappt. Ja, schön ist nicht, aber es geht. Es ist okay. Das heißt, ich muss hier oben kommen sie jetzt an. Das ist blöd. Das heißt, ich kann jetzt eine Wand noch hinbauen. Das geht gerade noch so, okay. Ups, nein. Halt, stopp. Gut, dass ich gerade so genug Holz habe. Vielleicht. Ich habe nicht genug Holz. Verdammt. Puh, ne? Du kommst mal hoch, bitte.
Und sie kann eigentlich auch wieder nach oben. Das passt auch wieder. Weil das ist nicht schön. Die rennen außen rum, ja. Das passt. Sie heilt sich ja, ne? Jetzt versuchen die auch, immer noch through to breaken. Genau so heißt das. Voll die Throughbreaker hier. Ich brauche mehr Soldaten, ey. Du kannst jetzt nach unten hier. Das ist. Jetzt haben wir uns sehr bescheuert hier durcheinander gezogen. Aber es geht. Die soll da runter hingehen. Gut, dass sie schnell sind. Gut, dass sie alle schnell sind hier. Ja, man sieht vielleicht, ich brauche mehr Soldaten. Man sieht es vielleicht ganz eventuell. Ja, ist die Frage, kann ich jetzt noch einen weiteren Steinbruch hier ranbauen? Ich glaube nicht, ne? Sollte eigentlich, ich könnte vielleicht. Der wird halt nicht ideal stehen, aber vielleicht zwei, drei bringt er noch mit dazu. Vielleicht ist es genau die Menge, die ich da brauche. Da sind sie auch wieder am Rumgrabbeln hier. Im Prinzip muss ich immer hier das runterschiffen. Ich werde mal die Expansion so ein bisschen einstellen für den Moment. Dass ich hier das dicht mache, dass ich zumindest hier die Mauern dicht habe. Bis ich halt Soldaten kriegen kann. Und dann kann ich weitermachen. Dass jetzt eine Person hier hoch und runter rennt und das, was dann da auftaucht an billigem Gekröse, dass es das da auffällt. Geht gar nicht, ne? Verdammt. Schade. Ha, okay, dann halt nicht. Dann mehr Holz vielleicht. Krieg ich mehr Holz hin. Auch nicht ernsthaft, ne? Verdammt. Vielleicht muss ich expandieren. Oder ich warte einfach, bis ich die Soldaten bauen kann. Bis ich da entsprechende Möglichkeiten habe. Kann ich mir Nahrung machen hier? Wahrscheinlich nicht so wirklich. Ich kann zumindest hier für einen anderen Zugang sorgen. Warte mal. Hallo. So. Da ist der ganze Kram hier, kann schon mal weg. So. Sollen wir ein aufpassen hier, das war's. Im Prinzip steht sie äußerst sinnlos da rum, aber das passt schon. Wenn da was passiert, dann ist es zumindest geschützt. Und das ist ja, glaube ich, erstmal der wichtigere Teil. Dass halt, dass man verhindert, dass überhaupt irgendwie was ansatzweise knapp werden könnte. Ich lasse mal offen hier. Dass man hier noch durchlaufen kann. 18 Steine. 18 ganze Steine. Hier unten, ich meine, hier unten wäre noch der Platz, alles frei, ne? Und alles weit und breit. Da, Kaserne. Ja, bauen wir die hier hin. Erstmal eine. Ich glaube, ich werde nicht bei der einen bleiben. War sonst eigentlich gar nicht mal schlecht, da mehrere von zu haben. Ich meine, so, also, wenn man sie braucht, dann sind sie schnell und praktisch. Wenn man sie nicht braucht, sie stören halt nicht unbedingt. Das ist der praktische Teil dabei. Ist halt nicht schlimm, wenn sie da sind. Fressen halt vielleicht ein paar Angestellte, aber das war's dann. Ist jetzt nicht so, dass es furchtbar wäre. So die bisherige Beobachtung. Ja, ich muss mich ausbreiten. Es kribbelt unter den Fingernägeln. Es darf sehr gerne mehr werden. Ich bin halt gerade mal künstlich in so einem Käfig quasi eingesperrt. Weil ich hätte auch gerne Platz, um einfach Häuser bauen zu können. Ich will nicht alle Grünflächen kaputt machen jetzt hier. Gleich kann ich auch was hinschmeißen, aber sind es auch nicht so die riesige Metropol-Riesenstädte und Angelegenheiten. So, aber so ein paar Leute sind es. So ein bisschen geht's. Ja, das war nicht unbedingt schlau. Vor allem, es war nicht unbedingt schlau, das hier zuzubauen jetzt. Dass ich ja nicht mehr rankomme. Hä? Na, das passt. Die schießen schon auf die Richtung. Da ist das fertig, okay. Aber eine Handvoll weitere Jäger. Sollte schon mal sehr helfen. Einfach, um es aufzuräumen hier. Aber ja, die Hütten sind ein bisschen blöd gerade. Aber wenn ich das hier sauber gemacht habe, dann kann ich vielleicht hier noch eine neue Mauer bauen, dass hier das oben zumindest ein bisschen sicherer ist. Oder halt einfach warten, bis da jemand kommt.
bis die Verstärkung ankommt, die Cavalry. Und ruft Cheers, Love. Versuch mal nicht ganz viel zu pausieren, wenn es tatsächlich nicht wirklich auch Gründe gibt. Weil ich vermute mal, dass der Spielfortschritt, dass es nicht verkehrt ist, wenn wir da ein bisschen schneller vorankommen. Schreinerei. Ich habe keinen Platz für eine Schreinerei. Das ist ein bisschen traurig. Wobei, das hier geht. So, machst du eine Schreinerei hin? Sehr gut. Guter Ort dafür. Tatsächlich guter Ort. Also man hätte auch eine Farm da bauen können, aber naja. Schreinerei muss man ja auch nicht für die Ewigkeit behalten. Man behält die Technologie. Auch wenn man sie abgerissen hat in der Zwischenzeit. Was schon mal sehr praktisch und sinnvoll ist. Und hier kann ich auf jeden Fall nämlich ausbreiten. Drei Leute sind das schon mal. Okay, sehr gut. Ist vielleicht ein bisschen sehr ambitioniert hier, alle da reinzuschicken jetzt. Es sind noch immer nicht so viele. Aber das geht. Okay, das ist gut. Ja, ach komm, das ist ein bisschen Deko, ja? Das passt. Die rennt da rum, die Person. Vielleicht sollte ich dafür sorgen, dass auf beiden Seiten jeweils jemand ist. So, dass du kommst nach unten und du bleibst mal hier oben. So. Passt. Dass da nicht mehr so viel patrouilliert werden muss. Okay. Okay. Wohin breite ich mich aus? Wahrscheinlich ist sie auch wieder zu. Hoffe ich einfach mal. Das sieht schon mal sehr gut aus. Ja, wunderbar. Das ist tatsächlich sehr, sehr praktisch. Das könnte mir doch sehr helfen. Ich bin sogar zu zweit hoch. Dass ich zu allen Seiten so ein bisschen expandiere. Vor allem hier oben ist halt sehr praktisch eigentlich, ne? Weil hier ist halt, hier ist viel Grünfläche, hier ist viel Wald. Hier ist viel Gelegenheit auch für wässrige Sachen. Das passt, ist alles sehr verwinkelt, ne? Ich meine, ist auch die Beschreibung von der ganzen Mission hier. Vor wegen, es ist eng. Das ist die Beschreibung. Wo denn? Da oben? Okay. Hier sollte ich einen Turm wahrscheinlich reinbauen einfach. Solange ich da nicht weiter am Rumsuchen bin. Solange ich nicht am Expandieren bin, mache ich dann einfach einen Turm hin. Noch mehr Veteranen, fantastisch. Ich möchte zumindest hier unten irgendwie dann mal eine Mauer davor bauen können. Das wäre doch durchaus ein Träumchen. Ich kann noch eine Kaserne bauen, ne? Ist die Frage, ob das sinnvoll ist. Im Moment wahrscheinlich eher noch nicht. Ich würde mehr. Wobei, brauche ich die Steine für was anderes? Das ist, glaube ich, die andere Frage. Habe ich die Steine wirklich für viel anderes Zeug jetzt in Benutzung? 23, sehr gut. Und Water? So eine heitere 12, oder was ist das? Machen wir eine 14 draus, ne? Wobei das noch sehr schlecht beschützt ist hier. Ist noch ziemlich schlecht beschützt. Ja, sehr schlecht beschützt. Verdammt. Das war noch sehr schlecht beschützt. Also ist halt fies, dass aus einer Baustelle sofort welche rauskommen. Das ist halt fies. Ah, die können auch mal zu dritt hochgehen. Ne? Dass ich versuche, an mehreren Stellen zu expandieren gleichzeitig. Ist vielleicht nicht ganz verkehrt. Ja, was fehlt denn hier eigentlich? Nahrung, ja. Das habe ich schon festgestellt. Wo ist das nochmal jetzt? Nee, ne? Machen wir da die 12 hin. Ist vielleicht ein Hauch sicherer. So, ach, dann gehen sie mal zu viert hier hoch. Das passt. Huch! Ach, Mädels. Nicht sterben, ja? Ist uncool. Das gefällt mir nicht mit dem Sterben. Das schafft ihr schon. Das passt. Dann fällt das Ding halt so. Dann fällt das halt hin. Sind wir auch aufdringlich da unten? Die sind tatsächlich aufdringlich. Jetzt habe ich zwei Trupps. Wahnsinn. Der hat sogar eine 2, die Nummer. Ich meine, der Dingens.